Das heißt, wir können jetzt in aller Seelenruhe hier mal das Zeug abliefern. Der Vorteil ist, ich brauche nicht alles komplett selber füllen. Wenn ich die nämlich angebunden habe an Chirale-Netzwerk, dann sieht man ja schon, dass andere auch schon was reingepackt haben, gegebenenfalls. So, jetzt werden wir einmal dekontaminiert. Anzug wird dekontaminiert. Schuhwerk in schlechtem Zustand. Austausch empfohlen. So, dann liefern wir den Kram mal ab hier, ne? Liefern. Angeforderte Fracht liefern. Natürlich liefern wir eine Antimateriebombe. Was auch sonst. Prost! Lieferung abgeschlossen. Zeige Leistungsbeurteilung. Yeah, ich bin awesome! Einer oder mehrere Bots haben Ladung abgeschlossen, okay. Boah, die Bots, die sind alle so schlecht, ne? Da bin ich viel besser. So, passt alles, alles durchskippen hier, läuft. Oh, hallo. Princess, was glaubst du, was du da machst? Das Netz, das du da aufbaust, transportiert viele schlimme Sachen. Sachen, die keiner in seiner Nähe haben will. Ich dachte, das hättet ihr mittlerweile begriffen. Euer chirales Netzwerk oder die UCA interessieren uns nicht. Diese Stimme. Hörst du das, Mama? Na, hast du dir den Kopf angehauen, Mama? Deine bin ich ganz bestimmt nicht. Ist das klar? Na schön. Mein Gott, ist sie zickig. Mama. Der Herr hat mich wohl nicht verstanden. Mountain Not City sagt dir und den UCA, dass ihr abhauen sollt. Wenn ihr weitermacht mit dem, was ihr tut, steuern wir direkt auf den nächsten gestrandeten Tod zu. Wir haben euch nicht hergebeten, um unser Leben zu diktieren. Darüber entscheiden wir selbst. Danke. Du sollst uns nur ab und an was liefern. Mehr nicht. Also sprichst du für die Stadt? Genau. Ich hab hier das Sagen. Mein Name ist Lockner. Ah. Warte, ich muss mit dir reden. Du bist eine Technikerin, oder? Hey, geh nach Hause und komm nicht wieder. Hör mir zu, verdammt. Ich brauche deine Hilfe. Aber wir wollen deine nicht, Bridges. Ihr macht alles bloß noch schlimmer. Tut mir leid, dass du dir das antun musstest, Sam. Sie hat dort das Sagen und scheut sich nicht, ein Machtwort zu sprechen. Wir brauchen sie und ihre Leute. Wir haben schon zu viele andere verloren. Ohne Mountain Not City bleiben das chirale Netzwerk und die UCA für immer unvollständig. Und jetzt? Also, die Sache ist die. Sam, Lockne ist Mamas Zwillingsschwester. Was auch sonst. Ehemals Bridges 1 ist mit den anderen nach Westen gegangen. Zweite Gruppe, genau wie Mama. Natürlich heißt sie nicht wirklich so, sondern Morlingham. Beide haben Dooms und sind wissenschaftliche Genies. Mamas Fachgebiet ist vor allem die angewandte Physik. Lockness, die theoretische. Mama hat theoretischer Physiker. Hardware entworfen. Lockne, die Software. Sie sagten, sie könnten über jede Entfernung kommunizieren. Angeblich aufgrund einer besonderen Verbindung. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich sage dir eins. Ohne sie gäbe es heute kein chirales Netzwerk. Sie waren sich so nah, dass manche sagten, sie seien wie eine Person in zwei Körpern. Vielleicht konnten sie den Cupid deshalb entwickeln. Aber nach Morlingens Unfall haben sie sich überworfen. Lockner hat Bridges verlassen und den Kontakt zu uns abgebrochen. Keine Ahnung, was zwischen ihnen war. Aber wenn wir Lockner nicht umstimmen, können wir unsere Rettungspläne für Amerika begraben. Nicht, dass ich wollte, dass du in ihrem Privatleben herumschnüffelst. Andererseits... finden wir so vielleicht heraus, wie wir Lockner umstimmen. Was super wäre, denn ohne sie können wir unsere Rettungspläne für Amerika begraben. Falls dir in der Zwischenzeit irgendetwas einfällt, kannst du es gerne probieren. Alles klar, Nicole. Wir sehen uns am Freitag, an Heiligabend. So. Privater Spind, ja super.
Oh, Bridges Stiefel 2. Oh, 3. Nehmen wir die doch. Schuhe anziehen. Yeah. Perfekt. Und Stiefelklammer, Chemikalien. Bolagan. Okay. Wo sind die anderen Stiefel hin? Liegen die da nur rum? Sehr schön. Frisches Schuhwerk. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. So, dann wollen wir mal gucken hier, ne? Hier kommt Thea. Wacheneinschränkung aufgehoben. Wir können erstmal. Nicht Fracht. Ich will speichern. Da nochmal speichern. So, und dann gehen wir mal. Wir gucken uns mal dieses komische Thea da an. Wenn wir denen helfen, vielleicht hilft sie dann auch uns. Was? Viktor Frank? E-Mail? GDs haben Schwachstellen? Was? Aaron Hill, würdest du für mich mit Mama sprechen? Gute Nachrichten, Sam. Diese Antimateriebombe sollte die Ausbreitung des Theas stoppen. Danke dafür, du hast uns echt den Allerwertesten gerettet. Doch ich konnte keine Verbindung mit dem Cupid herstellen. Lockne schaltete sich ein, um mich aufzuhalten. Sie arbeitet zwar nicht mehr bei Bridges, hat aber trotzdem noch das Sagen hier. Dennoch, danach konnte ich nicht mehr viel ausrichten. Ich kann sie ja nicht einfach ignorieren. Weißt du, sie hat sich sehr verändert, seit Mama in diese ganze Terrorismusgeschichte hineingezogen wurde. Das ist natürlich verständlich angesichts ihrer Beziehung. Und auch wenn sie mich eigentlich nichts angeht, muss ich dich fragen, würdest du wohl Mama besuchen und mit ihr darüber sprechen? Ich glaube, sie könnten sich wieder zusammenraufen, wenn sie bloß wieder miteinander sprechen würden. Solltest du sie aufsuchen, wirf vorher einen Blick in deinen privaten Spind. Ich habe dir ein paar Vorräte hineingelegt. Sie sollten dir helfen, Mamas Labor gesund und munter zu erreichen. Danke nochmal, Sam. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Alter. Sam, ich habe gehört, du warst bei Mama. Also ich habe eine Anfrage für dich, direkt von Bridges. Es geht um Fracht, seltene Metalle, die von der Superzelle erwischt worden und am Fuße eines Wasserfalls nordwestlich gelandet sind. Du musst sie finden in die Stadt bringen. Sieh den offiziellen Auftrag in Mamas Terminal an. Übrigens haben wir Augenzeugenberichten über ein kleines leuchtendes Objekt irgendwo dort in der Nähe erhalten. Es ist nicht Teil des Auftrags, es zu beschaffen. Okay. Okay. Ach, das lese ich mir jetzt nicht durch. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir lang gehen, ne? Also. Das hier ist dieses Teerzeugs. Da ist ein See. Was ist denn das für ein Ding? Das ist eine Einrichtung. Da sind auch Mules. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter. Ganz entspannt. Und gucken, dass wir dann daran kommen. Ich habe eine Bola-Gun und alles, das heißt, wir könnten da schon ein bisschen was tun. Wetterstation, das könnte ich eigentlich mitnehmen, das ist auf dem Weg. Können wir das Mule-Gebiet eigentlich mal säubern hier? Vielleicht haben die noch ein Auto oder sowas. Ah, ich meine, die haben ein Auto. Diskmedien. So. Weiter geht's. Sam ist wieder on Tour. Dubidur. Guck mal, da sind noch ein paar chirale Kristalle. Die nehmen wir auch direkt mit. So, mitnehmen. Weiter geht's.
Wieso kann ich eigentlich nicht mehr püschern? Gesichtsmuster von wie? Otterkapuze, Bridgets Mütze. Ah, ich trage natürlich keine Mütze. Coole Leute tragen keine Mütze. Von Mütze tragen fallen die Haare aus. Guck mal, hier sieht man schon so die Reste von der Straße. Was? E-Mail erhalten? Lass mal sehen. E-Mail? Oh, ich hasse E-Mails. Kriege auf Arbeit schon genug. So, lass mal sehen. Charles Kahn. Die Leute von halten Bridges für eine Terrororganisation. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist motiviert, Sam. Wir haben gehört, dass das Headquarter vermutet, der leere Sturz in Central Nord könnte ein Terroranschlag gewesen sein. Es hat mich irgendwie umgehauen, mir vorzustellen, dass sie sogar schon die Ostküste angreifen. Aber auch hier verschlechtert sich die Lage. Als wir hier ankamen, war es in dieser Ecke definitiv deutlich ruhiger. Damals spielt es keine Rolle, was für Spinner es waren. Separatisten, Isolationisten, sich abschottende Eigenbrötler, was auch immer. Man konnte sie wenigstens zu einem Gespräch bewegen. Jetzt wird erst irgendwas in die Luft gejagt, bevor man Fragen stellt. Und das nur, weil irgendwelche Typen sich in den Kopf gesetzt haben, dass Bridges und die UCA die wahren Bösewichte sind. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht mehr versuchen sollten, mit diesen Leuten zu sprechen. Wenn wir das nicht tun, schlagen wir mit immer größeren Stöcken aufeinander ein, bis die Welt von Kratern überzogen ist. Doch damit nicht genug. Jetzt müssen wir uns auch noch um diese Demenzspinner und ihren Oberspinner Hicks kümmern. Er war nicht immer ein Irrer. Früher war er Bote und er hielt in der Gegend seine eigene Truppe und dann drehte er vollkommen durch. Frag mich nicht, wie oder warum. Wahrscheinlich kann er es dir nicht mal selbst sagen. Letztendlich kommen wir nur gemeinsam vorwärts, Hand in Hand mit unseren Mitmenschen. Und genau darum geht es ja bei den UCA, richtig? Genau. So. Und jetzt laufen wir hier schön entspannt am Wasser entlang. Siehst du, hier kann man wunderbar wieder Straßen aufbauen, dass man durchdüsen kann. Aber es wird noch ein bisschen dauern, bis wir das hinkriegen. Vielleicht spiele ich morgen nochmal eine kleine Runde. Offline. Einfach nochmal ein bisschen hier Zeugs ranschaffen, Zeug rankarren. Natürlich fängt es an zu regnen, ist ja klar. Sam! Was ist denn das hier? Ach, das ist einfach nur ein Durchgang, okay. Ich dachte, das wäre so eine Höhle oder so. Aber es scheint eine Höhle zu sein. Ja, den nehmen wir mal mit, ne? Na bitte. Natürlich kommen wir durch den Fluss nicht durch. So, wir probieren das mal hier ganz vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Endstation.
Warum muss ich da hingehen? Wir haben doch Telefon. Warum ruft die mich nicht? Warum können wir nicht einfach telefonieren? Warum muss ich da erst wieder hinlatschen? Mann. Sausack. Jetzt muss ich erstmal da hinlatschen, damit ich Informationen bekomme. Oh Gott. Ist ja schrecklich. Wir können einfach telefonieren. Die rufen mich wegen jedem Pups an. Warum können sie mir das nicht eben erklären über Telefon? Das wäre doch viel cooler, oder? So. La, da, 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 da. Was ist denn hier los? Oh je. Sind wir jetzt schon im Mule-Gebiet? Ach, noch lange nicht. Noch lange nicht. Aber nett von ihm, dass er mir ein paar Stiefel da gelassen hat. In der Deluxe-Variante. Oh, da sind wieder chirale Kristalle. Die müssen wir natürlich mitnehmen, weil wir vorhin so viel ausgegeben haben. Ihr wisst ja, was ich meine. Hui! Sehr gut. Wo geht's denn da lang? Geht's da auch noch weiter? Nee, da ist Ende. Da ist die Karte zu Ende. Da liegt nochmal Post. Tag Post. Naja, hoffentlich kommen jetzt keine GDs, aber ich glaube, hier kommen GDs. Und anschließend Jules. Also du musst für jede Waffe was dabei haben. Ja, ist klar. Na, Logo. Waffe. Wo ist meine Waffe? Anti-GD-Handfeuerwaffe. Da. War da was zum Einsammeln? Wo ist da was zum Einsammeln gewesen? Ach da, den habe ich gar nicht gesehen. Alter, wie viele sind denn da? Das nehmen wir auch mit. Wo? Da, ich sehe ihn. Weg mit dir. Du Pansen. Wo bist du? Ciao. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Komm, das Klümpchen hier auch noch. Die bewegen sich jetzt viel mehr. Tschö. Da sehe ich auch schon wieder welche. Oh,
Oh, da habe ich ja die, da habe ich die Dinger vergessen. Die Chiran-Kristalle, die müssen wir eben mitnehmen. Die müssen wir mitnehmen. Die sind echt gut. Das gibt richtig schön viel hier, das Zeug. Da auch noch. Ich schieß mir einfach eine Schneise da durch. So. Wo bist du? Warte mal. Sehen nicht. Da sind sie. Ruhe im Bus. Oh, ich habe keine Munition mehr. Schade. Na ja, gut, dann nehmen wir die Handgranaten. Warte, dann nehmen wir die Handgranaten. Modifizierte Blutgranate, nehmen wir die. Das war ein Geschenk. Aber macht nichts, damit kann man bestimmt auch die GDs erstmal in die Flucht schlagen. Eben mal mit Sammy ein schönes Foto. So, läuft. Ja, guck mal, wie viele Kristalle hier rumliegen. Ja gut, es ist halt im Regen, ne? Da liegen halt, da wachsen die halt, ne? So. Den nehmen wir auch mit. Den auch. So, Ruhe im Bus. Da oben ist auch noch einer. Der kriegt auch noch eine Packung. Oh, ich brauche neue Granaten. Oh, Ruhe hier. Alle GDs, weg damit. Braucht kein Mensch sowas.
Ha, erwischt. So. Wo ist noch einer? Erstmal hier schön looten. Erstmal schön die toten Tode erstmal looten. So. Ach, so hoch können wir nicht treffen. Ach, komm, wir gehen. Komm, wir gehen. Wir haben genug davon umgebracht. Und hier sind auch überall die Handabdrücke. Sehr gut. Gehen wir einfach. Mal so ganz stumm. Verlassen wir diese gastliche Stätte. Okay. Was haben wir hier noch? Das ist ein bisschen Resine. Oh shit, ich habe keine Granaten mehr. Moment, da haben wir doch noch Granaten. So. Ruhe im Bus. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Ah, guck mal, wir hätten ja noch einiges, ha? Wir hätten sogar noch ganz viel, hätten wir sogar noch. Wie viel Blutbeutel haben wir eigentlich noch? Lass mal sehen. Okay, wir hätten noch 2, 1,5. Okay. Aber die Dings ist schon ganz cool hier, ne? Die Handfeuerwaffe. Was denn? Achso, das sind nur die. Ja. So, hier ist irgendwie Mule-Gebiet, ne? Da müssen wir ein bisschen gucken. So, da haben wir auch noch ein bisschen was. Das nehmen wir auch noch mit. Oh, da ist eine Schutzhütte. Sehr gut. Da gehen wir hin. Resine. Oh. Resine. Oh. So, auf damit. Weiter geht's. Da ist natürlich auch eine coole Brücke. Sehr schön. Da hat einer, hat ein liebenswürdiger Mitstreiter eine Brücke platziert. Ich frage mich, wo wären wir hingekommen, wenn wir da hochgegangen wären. Ah, man kann also hier das ganze Gebiet, man kann hier dieses GD-Gebiet
kann man quasi umgehen, dieses GD-Gebiet hier, indem man hier lang geht. Ja gut, aber dann muss man natürlich durch das Mule-Gebiet durch, ne? Und dann geht man hier so, ne? Ja, okay. Verstehe. Naja, nicht schlimm. Na bitte. Oh je, da kommen wir nicht durch. Viel zu gefährlich. Scheißdreck. Genau, Scheißdreck. So sieht's aus. So, alle mitnehmen. Mal gucken, ob wir hier irgendwie einen schönen Weg rüber finden. Ich habe natürlich auch keinen TCK dabei, ne? Da wird es gehen. Da geht es. Ja, ja. Ganz ruhig, Baby Wonne Knubbel. Wir machen das schon. Sehr schön. Da haben wir es geschafft. Sind wir über den Fluss. Nehmen wir das noch mit. Zack. Das nehmen wir mit. Nur bitte. Das nehmen wir auch mit. Schön. Da, guck mal, das können wir auch mitnehmen. Oh, Metalle. Aber wir können wieder so viel Zeugs mitnehmen. Nehmen wir das noch mit hier. Da stehen noch ein paar einsame Metalle rum. Nur bitte. Genau, mitnehmen. Das nehmen wir auch mit. Und das auch. Und dann gehen wir jetzt ab dafür in diese Schutzhütte. Dann füllen wir dort wieder unsere Waffen auf. Hey, Mahlzeit! Bin ich jetzt eigentlich schon im Mule-Gebiet? Ne, ich bin noch nicht im Mule-Gebiet. Verteilzentrum nördlich von. Sehr gut. Wir können die, wir gehen gleich mal unter den Unterstand da und können erstmal unsere Päckchen einmal refreshen lassen. So, das nehmen wir mit. Zack. Okay, jetzt gehen wir hier unter den Regenunterstand. Dann können wir erstmal unsere Gebäude. Kriegst du einen Plattenpanzer an, bist du vor Beschuss geschützt, okay? Ja, erstmal hier, verteilen wir ein Like. Okay. So. Hey, Aloy! Die steht da so rum. Terminal aktivieren. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine Garage. Haben wir da Fahrzeuge drin? Oh, wir haben sogar... Oh. Oh, wir haben sogar Fahrzeuge hier drin. Na, das gefällt mir. Das bedeutet was? Richtig. Wir holen uns mal dieses Fahrzeug hier raus, ne? So.